Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Artikelserie zum Thema Digitaltechnik. Heute soll es um die Begriffe Wahrheitstabelle und Funktionsgleichung gehen. Also es geht darum, wie kann ich logische Schaltungen beschreiben mit einer Wahrheitstabelle beispielsweise oder eben einer mit einer Funktionsgleichung. Was das ist, sehen wir am einfachsten, indem wir uns mal die Glieder angucken, die wir bereits kennen, zum Beispiel das Endglied. Das Endglied hat zwei Eingänge. A und B können wir beispielsweise nennen und einen Ausgang X. Und dann können wir beschreiben, was dieses Endglied, dieses Endgatter eigentlich macht. Und das können wir machen mit einer Wahrheitstabelle. Die Wahrheitstabelle sieht so aus, dass wir zunächst einmal die Eingänge einschreiben, alle vier Kombinationen. Wir haben ja zwei Eingänge, die jeweils 0 oder 1 sein können. Das heißt, wir haben die Kombination 00, 01, 10 und 11. Und dann den Ausgang X. Und dort schreiben wir im Prinzip dann den jeweiligen Ausgang zu den Eingängen. Beispielsweise, wenn beide Eingänge 0 sind, dann ist auch der Ausgang 0. Wenn nur ein Eingang 1 ist, auch dann ist der Ausgang 0. Nur dann, wenn beide Eingänge hier an einem Endgatter gleich 1 sind, wie in dem letzten Fall, dann ist der Ausgang 1. Die Wahrheitstabelle ist also eine Möglichkeit zu beschreiben, wie der Ausgang sich in Abhängigkeit von den Eingängen verhält. Man kann das auch beschreiben in einer sogenannten Funktionsgleichung. Und die sieht dann folgendermaßen aus. Man schreibt x ist gleich a und das ist das Symbol für und, also a und b. Häufig sieht man in der Literatur auch folgende Schreibweise. X gleich a mal b, also dieses mal würde entsprechend einem und, würde ein und bedeuten. Kann man sich vielleicht so merken, wenn das eine Multiplikation wäre, nur dann, wenn a und b beide gleich 1 sind, dann ist 1 mal 1 auch tatsächlich gleich 1. Und wenn eins der beiden Terme gleich 0 ist, dann ist auch das Ergebnis 0. Also so kann man sich eventuell merken, dass dieses Malzeichen einem und entspricht. Okay, gucken wir uns das Ganze auch mal für andere Gatter an, beispielsweise für das Oder. Das ist das Symbol, was wir schon gesehen haben. Auch hier würde man eine Wahrheitstabelle aufschreiben, indem man erstmal alle vier Eingangskombinationen aufschreibt und dann letztendlich zu den Eingangskombinationen den entsprechenden Ausgang dazu schreibt. Und bei dem Oder ist es so, dass nur dann, wenn beide Eingänge gleich 0 sind, ist auch der Ausgang gleich 0. Ansonsten, wenn eine 1 am Eingang anliegt oder gar beide Eingänge am Eingang gleich 1 sind, dann ist auch der Ausgang gleich 1. Die Funktionsgleichung dazu, a oder b, das ist das Zeichen für oder. Und wenn man eine zweite Schreibweise wäre dann a plus b. Bei a plus b reicht es im Prinzip, wenn ein Eingang gleich 1 ist, damit letztendlich auch das Ergebnis gleich 1 ist. Die dritte Grundfunktion ist das NOT, das ist das Symbol. Wir haben nur einen Eingang, der Eingang kann 0 oder 1 sein. Dann haben wir am Ausgang entsprechend eine 1 oder 0. Und um die Funktionsgleichung aufzustellen, schreibt man dann x ist gleich a nicht. Das heißt, man schreibt einen Überstrich über das a. Gut, ein letztes Beispiel noch, ein NAND-Gatter. Das ist das Symbol. Das ist die Wahrheitstabelle. Nur dann, wenn beide Eingänge gleich 1 sind, dann haben wir am Ausgang eine 0. Ansonsten haben wir am Ausgang eine 1. Und die Funktionsgleichung, die ergibt sich dann aus den Möglichkeiten, die wir eben schon gesehen haben. Also das wäre dann a und b, aber das Ganze nochmal invertiert. Deshalb oben noch ein Querstrich drüber. Das heißt also a nennt b, beziehungsweise a und b nicht.